Hallo, liebe Freunde des guten Geschmacks. Ja, wer kennt es nicht? Ich möchte ein Homeoffice haben, ich möchte eine Lounge haben, ich möchte einen Fitnessbereich haben, ich möchte eine Sauna haben, habe aber nur einen Raum. In diesem Video zeigen wir Ihnen die Lösung. Seien Sie gespannt, los geht's. Ja, also, wie wir hier sehen, haben wir eine Schrankwand. Die Schrankwand ist aus Leguanleder in Gold. Wir haben oben eine Passleiste, die ist so hoch wie die Rohre unter der Decke. Und die Rohre sind keine Rohre, sondern Lampen. Und die Passleiste ist flächenbündig zu der Front. Seitlich haben wir eine Passleiste auch aus Leguanleder, die ist auch flächenbündig. Und unten haben wir einen Sockel aus schwarzem MDF, so wie oben, die auch flächenbündig ist. Das heißt, alles ist clean, wir haben keine Versprünge, alles ist eine Flucht. Hier an der Seite sehen wir, dass das auch fließend ineinander übergeht. Wir haben nur eine ganz kleine schwarze Fuge. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, sehen wir, warum das so ist. Das ist der Bewegungsradius, den wir brauchen, damit sich die Tür öffnet. Das heißt, wir haben hier, sehen wir das auch wieder, diese schwarz durchgefärbte Platte, haben im Innenleben hell weiß und nur die Kanten in schwarz, Schubkästen unten. Das heißt, wir haben hier richtig viel Stauraum, aber wie gesagt, der grandiose Vorteil, wenn es zu ist, sehen wir überhaupt nicht, dass da sich ein Schrank verbergen könnte. Ja, dann haben wir auf der Seite auch einfach nur Stauraum. Ja, und hier ist unser Homeoffice dahinter. Das heißt, ich mache hier die Türe auf. In dem Moment, wo ich die Tür aufmache, geht hier in dem Arbeitsbereich das Licht an. Ich habe hier sogenannte 155-Grad-Bänder. Damit kann ich die Türe komplett umöffnen. Weil normale Bänder, die gehen nur bis hier, 110 Grad. Wäre ein bisschen beengend hier drin. Das heißt, die kann ich ganz aufmachen. Hier die Türe kann ich logischerweise auch aufmachen. Ja, und jetzt seht ihr schon was. Wir haben unten keinen Sockel in diesem Bereich. In diesem Bereich läuft der Fußboden komplett durch. Das heißt, ich kann bequem meinen Stuhlhocker, was auch immer, hier rausziehen. Kann mich hier draufsetzen, habe hier eine helle, freundliche Beleuchtung. Habe hier oben drüber eine Schublade für Stifte, Papier etc. Und kann jetzt hier auch noch einen sogenannten Tablar-Auszug mit Arretierung rausziehen. Der macht Klack und das ist die Arretierung. Und dann kann ich hier wunderbar arbeiten, habe Licht, also auch selbst hier habe ich jetzt noch Licht. Das LED streut komplett den gesamten Innenbereich schön hell aus. Streut, leuchtet, aber Sie wissen, was ich meine. Und ja, wir haben hier richtig viel Platz. Und jetzt gehen wir einmal darüber. Da haben wir noch eine Sauna und einen Fitnessbereich. Ja, hier sehen wir die andere Seite des Raumes. Wir haben hier einen Turm, wir haben hier einen Rack, einen Hantelständer, ein Fahrrad, wir haben einen Boxsack, wir haben alles hier. Und hier in der Sauna haben wir die Klafs Sauna S1. Die ist 60 cm tief und eignet sich eigentlich nur für Zwerge. Nee, war ein Scherz. Also, die Sauna ist 60 cm tief im eingefahrenen Zustand und hat hier so einen schönen Knopf, da steht Open drauf. Und wenn ich Open drauf, auf Open drücke, kommt die Sauna rausgefahren. Das heißt, die 60 cm, sieht man, ist teleskopierbar, da kommen noch 2x60 raus. Das heißt, 2x60 sind 1,20, 60 plus 1,20 sind 1,80 Meter. Das heißt, die Sauna fährt jetzt auf 1,80 Meter raus. Hier auf der linken Seite kommt der Ofen mit rausgefahren. Und wenn ich hier reingehe, kann ich diese Bank, die Saunabank, auch rausziehen und habe hier komplett, ja, ich sag mal, eine vollwertige Sauna, die ich jetzt hier aufheizen kann, Türe zu und sonst wäre es denn nicht möglich in diesem Raum. Wir können den Raum jetzt nochmal in der Perspektive zeigen, was das den Raum einengen würde und vor allen Dingen auch die Funktion, die wir hier haben, gar nicht des Raumes zulassen würde, wenn wir jetzt hier eine Sauna dauerhaft auf der Größe hier stehen hätten. Ja, und so kann diese Sauna in jedem Raum integriert werden. Also egal, ob es ein Büro ist oder ein Badezimmer, ein Schlafzimmer, überall kann diese Sauna mit reingebaut werden. Hat im eingefahrenen Zustand nur 60 cm Tiefe. Und wenn ich hier jetzt wieder auf Close drücke, fährt der Ofen, so wie die Bank, einmal alles komplett rein und die Sauna ist wieder verschwunden. Ja, das war's von hier.
Und vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, wir konnten Sie inspirieren. Und wenn Sie an so einer Sauna oder einer normalen Sauna, die fest eingebaut ist, in welcher Ausführung auch immer, Interesse haben, dann freuen wir uns schon kurzfristig von Ihnen zu hören. Bis dahin. Tschüss, ne?